Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur vorletzten Social Media A-Vorlesung in diesem Semester. Unser Gastvortragender ist leider aufgrund einer Terminkollision nicht verfügbar. Deswegen werde ich Ihnen heute ein paar der ja, bekanntesten, auch durchaus erfolgreichsten Social Media Kampagnen der letzten Zeit vorstellen und welche Schlüsse wir daraus ziehen können für unsere eigenen Aktivitäten. Dabei geht es besonders um das Thema UGC, vielleicht kennen Sie den Begriff, User-Generated Content. Social-Media-Plattformen bzw. digitale Medien generell sind ja keine Einwegmedien, keine One-to-Many-Medien und wahrscheinlich eine, wenn man sich jetzt große, erfolgreiche Consumer-Kampagnen ansieht, ist neben dem Faktor Viralität, also kurz gesagt, Inhalte, die so überraschend, inspirierend, verrückt, unerwartet sind, dass sie von den Nutzerinnen, auch wenn es sich dabei um kommerzielle Werbeclips, die eben charmant verpackt sind, handelt, selber geteilt weitergeschickt werden. Also diese virale Verbreitung ist natürlich interessant. Und der zweite Punkt oder noch darüber hinausgehend sind Kampagnen, die eben UGC als Kampagnenbestandteil einsetzen, die interaktive Elemente anbieten, bei denen dann die Rezipientinnen dieser Kampagne beispielsweise ihre eigenen personalisierten Fotos generieren können oder eben andere interaktive Funktionen nutzen. Das schauen wir uns heute an bei Beispielen an. Vorher noch kurz eine Anmerkung zum weiteren Verlauf. Wir sehen uns zum letzten Termin in diesem Semester nächste Woche nochmal im Hörsaal. Ich werde eine Wiederholung des Gesamtstoffes bringen. Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Selbstverständlich auch gerne online oder zwischendurch. Und am 27., ich glaube, das ist der 27., der letzte Donnerstag, da findet dann der erste Prüfungstermin statt. Eine, ja, 27. Gut. Sie wissen ja, die Prüfung über Summe A und B findet in einer gemeinsamen Multiple-Choice-Prüfung statt. Ich denke, wenn Sie sich mit den Unterlagen, die wir im Moodle zur Verfügung stellen, mit den Videos bzw. den Zusammenfassungen beschäftigen, wenn Sie sich die nochmal ansehen vor der Prüfung, dann werden Sie keine Schwierigkeit haben, die zu bestehen. Das zeigen uns auch die Notenverteilungen der letzten Semester. Mir ist nur aufgefallen, wir hatten tatsächlich nur recht vereinzelt nicht genügend und das waren in den meisten Fällen dann eher so, naja, Glücksritter kann man durchaus sagen, die sich wahrscheinlich gar nicht mit den Inhalten der Vorlesung beschäftigt haben. Multiple Choice, wenn man sozusagen eine Zufallsantwort ankreuzt, dann spricht die Wahrscheinlichkeit bei dieser Anzahl von Fragen durchaus gegen ein positives Ergebnis. Wie auch immer, Sie schauen Sie sich vor der Prüfung die Zusammenfassungen an, wenn Sie die Streams gesehen haben und auch sozusagen die eine oder andere Frage. Ihr Allgemeinwissen oder durchaus auch den Hausverstand nutzen, dann dürfte es da keine gröberen Schwierigkeiten geben. Aus aktuellem Anlass, und dafür muss man ja Elon Musk fast ein wenig dankbar sein, der hat uns im Lauf dieses Semesters ja immer wieder interessante, aktuelle News bzw. Neuentwicklungen bei Twitter geliefert. Ich habe letzte Woche erwähnt, dass sich die Wiener Linien, ein prominentes Beispiel aus Österreich, aber auch sehr viele andere Unternehmen international mittlerweile von Twitter zurückgezogen haben, weil dort eben ja die Moderation sehr, sehr schlecht funktioniert, viel Hate Speech zu finden ist und so weiter. Gestern habe ich im Standard diesen Artikel gefunden, warum X damit beginnt, die Likes seiner Nutzer zu verstecken. Wenn Sie an Social Media denken, die von Ihnen, die YouTube schon länger verwenden, können Sie vielleicht noch erinnern, YouTube ist ja die einzige, wenn man mal Reddit außer Acht lässt, die einzige Social Media Plattform mit einem Thumbs Up und Thumbs Down. Ich weiß das genaue Jahr nicht, aber in den ersten Jahren von YouTube wurden beide Counter öffentlich angezeigt. YouTube hat dann irgendwann den Thumbs Down Counter entfernt. Aus unterschiedlichen Gründen, nicht zuletzt um auch Missbrauch und Mobbing zu verhindern. Ausgewertet wird die Funktion natürlich trotzdem noch und die Creator der Videos sehen das auch selber. Instagram hat immer wieder experimentiert mit dem kompletten Ausblenden der Likes, also der Like-Zahlen. Die Motivation dahinter ist vor allem ein Phänomen,
dass man in der Psychologie als Priming oder in dem Fall als Social Priming bezeichnet, wenn ein Beitrag bereits besonders viele Likes hat, das kennen Sie vermutlich auch aus Ihrer eigenen Social Media Nutzung, dann sind wir eher geneigt, da genauer hinzuschauen. So nach dem Motto, wenn das schon einige tausend Nutzerinnen ja, interessiert, dann kann es für uns auch spannend sein. Und Instagram hat eben phasenweise immer wieder Tests gemacht, wo diese Likes nicht mehr öffentlich sichtbar waren, auch um eben zu sehen, wie sehr ein solcher öffentlicher Account da diesen Faktor beeinflusst. Dasselbe kennen Sie vielleicht auch, die sind mittlerweile nicht mehr ganz so populär wie vor einigen Jahren, aber manche Webseiten nutzen nach wie vor diese Share-Buttons, wo sie den Artikel von einem Blog, von einer Webseite eben direkt auf Social Media teilen können. Und da gibt es auch die Möglichkeit, einen Counter anzuzeigen, also wie viele Nutzerinnen haben diesen Beitrag bereits auf Facebook, auf X, auf LinkedIn und so weiter geteilt. Auch das natürlich sozusagen ein solcher Social Priming-Faktor, wenn ein Beitrag sehr viel geteilt wird, wurde in der Vergangenheit auch immer wieder gerne zur Manipulation verwendet. Da natürlich jetzt niemand auf den ersten Blick mal überprüfen kann, wenn da steht, wurde 120 Mal geteilt, ob das tatsächlich stimmt. Bei dieser X-Änderung, bei der neuen, geht es aber nicht um das Phänomen des Priming, sondern um ein anderes Thema. Und zwar, ich lese Ihnen da mal vor aus dem Artikel, die Kurznachrichtenplattform X beginnt damit, die Likes ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu verbergen. Diese Änderung, die ab sofort in die Wege geleitet wird, zielt darauf ab, die Interaktionen auf der Plattform privater zu gestalten. Nach Informationen aus dem Unternehmen wird diese Neuerung zuerst für Premium-Abonnenten verfügbar sein, bei denen diese Funktion schon optional war und dann auf alle Nutzer ausgeweitet werden. Das Interessante, die Entscheidung folgt einer längerfristigen Beobachtung des Unternehmens, dass Nutzer häufig zögern, mit Inhalten zu sympathisieren, die als kontrovers gelten könnten. Diese Zurückhaltung sei oft durch eine Angst motiviert, für Likes kritisiert zu werden. Twitch-Chief Elon Musk selbst hat diese Änderung unterstützt und betont, dass es wichtig sei, Nutzern die Möglichkeit zu geben, Beiträge zu liken, ohne dafür öffentlich angegriffen zu werden. Das ist natürlich gerade auf einer Plattform, auf der die bereits erwähnte Hate Speech, aber ja auch Fake-Informationen kursieren, aber auch sehr viele radikalisierte Inhalte durchaus ein Thema. Und das kann man jetzt natürlich von zwei Seiten betrachten. In der Kommunikationswissenschaft kennen wir ja zwei Effekte, identifiziert bzw. benannt von der großen Doyenne der deutschen Meinungsforschung, Elisabeth Nölle-Neumann. Die Schweigespirale und der Bandwagon-Effekt. Also die Schweigespirale ist ein Thema, wenn die eigene Meinung eine Minderheitsmeinung in der Gesellschaft ist und man sozusagen den Eindruck hat, dass die Mehrheit sich einig ist, dann neigt man dazu, diese Meinung nicht öffentlich zu äußern. Das geht natürlich sehr in diese Richtung und im ganz konkreten Fall bedeutet das jetzt möglicherweise, dass jemand, der durchaus mit rechten Gedankengut sympathisiert und die Inhalte der AfD ansprechend findet auf Twitter, diese nicht liked oder nicht mit einem Herz versieht, weil das ja öffentlich ersichtlich ist und beispielsweise von seinen Arbeitskolleginnen nicht gutiert werden könnte. Das geht natürlich in jede Richtung und die Idee von X dahinter besteht natürlich in erster Linie eben darin, diese Interaktionen unter Anführungszeichen ehrlicher zu machen. Natürlich kann man das auch kritisieren und der Artikel schließt dann auch mit dem Absatz, Kritiker von X befürchten, dass der Schritt des Verbergens von Likes ultrakonservative und rechtsextreme Meinungen im Internet stärken könnte, da die öffentliche Kontrolle und damit auch ein gewisses Maß an sozialer Verantwortlichkeit, wichtiges Schlagwort hier, wegfällt. Gleichzeitig könnte es dadurch schwieriger werden, die Beliebtheit von Inhalten einzuschätzen. Sinnvolle Informationen auf X werden somit für die Öffentlichkeit einmal mehr ausgeblendet. Jede Münze hat zwei Seiten. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, möglicherweise ist das eher ein hypothetisches Problem. Wie gesagt, die Nutzerrückgänge und vor allem auch das ist ja langfristig für ein solches Unternehmen das größte Problem, die geringer werdenden Werbebudgets beziehungsweise Unternehmen, die ihre Werbebudgets ganz von X abziehen, lassen die Zukunft des Unternehmens durchaus ein wenig ungewiss erscheinen. Ja, und damit kommen wir zu den angekündigten Kampagnenbeispielen.
Social Media begleitet uns nun doch schon einige Jahre. Und in der ersten Zeit war für Unternehmen oder für viele Unternehmen, für zumindest die Pioniere in diesem Feld, diese Plattformen, MySpace war eigentlich abgesehen von Werbeeinschaltungen durchwegs privat genutzt, aber die dann begonnen haben, Facebook zu benutzen, da war natürlich der Neuigkeitswert als solcher sehr interessant. In relativ kurzer Zeit hat sich Social Media dann im Mainstream etabliert und damit, das haben Sie auch gesehen bei den Zahlen in unserer Einheit über Advertising, also über bezahlte Social Media Inhalte, das äußert sich natürlich dann auch darin, dass Unternehmen mit der zunehmenden Popularität zumindest einen Teil ihrer Werbebudgets für diese Plattformen ausgeben. Jetzt ist es ja so, dass Social Media bzw. das Internet als Universalmedium es ohne weiteres erlauben würde, dass ein Unternehmen beispielsweise einen Fernsehspot jetzt einfach als bezahltes Video auf Facebook ausspielt. Und tatsächlich gehen ja viele Unternehmen her, laden beispielsweise ihre aktuellen Fernsehspots auf die YouTube-Kanäle hoch. Für Social-Media-Werbung oder für Social-Media-Werbung, die gut funktioniert, gelten natürlich viele Gemeinsamkeiten, auch beispielsweise mit einem Werbeclip. Storytelling ist wichtig. Was Sie im Fernsehen oder was Sie bei den One-to-Many-Medien eben nicht haben, ist dieses interaktive Element, mit dem viele erfolgreiche Kampagnen sehr gut gespielt haben. Ein ziemlich neues Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit und wirklich ein Muster-Playbook, wie man ein solches Produkt auch längerfristig bewirbt, ist der aktuelle bzw. der vorjährige Barbie-Film. Das Studio, in dem Fall Warner Brothers, die den Film produziert haben, begannen bereits ein Jahr vor dem Kinostart mit der Bewerbung und der erste Trailer, der natürlich auf YouTube veröffentlicht wurde und auf der Seite des Unternehmens, generierte insgesamt 4 Millionen Engagements, also nicht Views, das waren weit mehr, sondern Engagements und zeigte schon relativ stark, dass da ein großes Interesse an diesem Film besteht. Interessanterweise, das war der 16. Dezember 2022, an dem eben dieser erste Trailer veröffentlicht wurde und der zweite dieser Trailer am 4. April 2023 generierte dann bereits 18 Millionen Engagements, also mehr als die vierfache Zahl. Da war in der Zwischenzeit natürlich einiges passiert. Der zweite Trailer wurde dann auch schon, oder erreichte dann auch schon in der Publikationswoche Platz Nummer 28 in den YouTube Trending Charts. Und können Sie sich auch ansehen. Nebenbei, und das war sicherlich einer der Bereiche neben dem eigentlichen Teaser-Clip, der die größte Social-Media-Reichweite generierte, bot das Unternehmen bzw. bietet immer noch einen recht simpel gemachten Selfie-Generator an. Das ist eine Webseite, die finden Sie unter barbieselfie.ai. Nutzt natürlich AI-Bildbearbeitungstechnologien, ist sehr, sehr simpel gemacht, also jetzt wirklich kein komplexes Tool. Sie können dann entweder Ihre eingebaute Kamera verwenden und direkt ein Foto aufnehmen oder eben ein Bild hochladen. Ich nehme mal das Erstbeste, das mir unterkommt. So, Kollege. Und dann klickt man hier auf Continue. Und Sie können sich eh schon vorstellen, was dabei passiert. Das Foto wird dann entsprechend freigestellt, automatisiert und Sie haben hier die Wahl zwischen zwei Motiven, entweder eben dieses ikonische Corvette-Motiv oder das Barbie-Poster. Nehmen wir mal die Corvette. Und dann bekommen Sie dieses Bild. Wäre jetzt natürlich besser, wenn man hier ein Oberkörperfoto nimmt, aber man kann das hier mit diesen Reglern noch ein wenig anpassen, vergrößern, verkleinern, rotieren und Sie sehen, mit relativ wenigen Klicks lässt sich da schon ein ganz witziges Ergebnis erzielen. Sie klicken auf Continue und damit ist das auch schon abgeschlossen. Und Sie können jetzt dieses generierte Bild runterladen oder auch noch ein weiteres erstellen. Das ist jetzt nicht besonders spektakulär, enthält aber doch einige recht interessante Elemente. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich drastisch höher, dass Personen einen Inhalt teilen, wenn dieser Inhalt
personalisiert daherkommt. Das, genau das passiert hier. Die zweite Sache, deswegen wollte ich Ihnen die Seite auch zeigen, das ist wirklich vergleichsweise sehr simpel gemacht auf einer eigenen URL. Sie müssen hier nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Werbekampagnen, erstmal irgendeiner Abnutzung zustimmen, sich registrieren, Ihre E-Mail-Adresse eingeben, sondern das kann man einfach benutzen und dann direkt verwenden. Viele Kampagnen, nicht alle, aber viele Online-Kampagnen zielen ja darauf ab, wenn es nicht um einen direkten Verkauf geht, zumindest die Daten der Nutzerinnen zu sammeln, bieten dann irgendetwas an, beispielsweise ein solches personalisiertes Bild gegen die E-Mail-Adresse. Das Unternehmen hat dann die Möglichkeit, wenn eben die entsprechende Einwilligung erfolgt, dann beispielsweise zum Kinostart einen Reminder rauszuschicken. Das ist sicherlich eine recht sinnvolle und wertvolle Funktion. Warum verzichtet Warner Brothers hier in diesem Fall auf ein solches Gateway, wie man das nennt? Naja, weil es mittlerweile doch ziemlich viele Personen gibt, die relativ sorgsam mit ihren Daten umgehen, weil es einen Teil, schwer einzuschätzen, wahrscheinlich keinen großen, aber doch einen Teil der Nutzerinnen davon abhalten würde, sich hier schnell mal durchzuklicken. Also macht man es den Leuten möglichst einfach und verlässt sich sozusagen darauf, dass die das Bild dann ohnehin freiwillig beziehungsweise aus eigener Motivation teilen. Das ist auch im großen Ausmaß passiert, was hier noch eine oder dem Studio besonders in die Hände spielte, dass sehr bald dann einige recht bekannte Hollywood-Prominente und andere VIPs selbst diesen Bildgenerator benutzten und die entsprechenden Fotos, Poster oder eben das Corvette-Bild auf ihren Instagram oder sonstigen Accounts teilten. Da könnte man natürlich vermuten, dass das Studio nachgeholfen hat mit einer bezahlten Influencer-Kampagne, war aber in dem Fall tatsächlich nicht so, sondern das kam eben so gut an. Sie wissen ja, welchen Hype der Barbie-Film insgesamt erzeugt hat, dass es denen tatsächlich gelungen ist, eine eher seltene Ausnahme, große bekannte Influencer, einige Schauspielerinnen in diesem Fall, eben dazu zu bringen, das selbst für sich zu nutzen. Zooey Deschanel war eine davon, auch riesengroße Reichweite auf Social Media. Ein weiterer Effekt, der natürlich nicht nur auf Social Media Kampagnen, sondern generell in der Kommunikation eine große Rolle spielt, ist der sogenannte Schlüsselloch-Effekt, auf Englisch auch oft auch als Behind the Scenes bezeichnet. Da gibt es auch einige Beispiele, da ist das Studio sehr unrestriktiv damit umgegangen. Was Sie hier sehen, ist ein Beitrag eines Hugh Egan, der ist da entlang spaziert am Venice Beach, gerade während der Dreharbeiten. Das war auch nicht zumindest diese eine Szene. Ich vermute mal, dass das durchaus kalkuliert war. Das war jetzt nicht besonders abgeschottet. Der hat da einfach ein Video drehen können und hat dann gepostet: Ich habe gerade eben Ryan Gosling und Margot Robbie bei den Dreharbeiten für das neue Barbie-Movie gesehen. Und allein dieser Beitrag, glaube ich, über 40 Millionen Views dann generiert. Natürlich gibt es für jede erfolgreiche oder für jede dermaßen erfolgreiche Social-Media-Kampagne etliche, die nicht ganz so gut funktionieren. In dem Fall sind natürlich einige Faktoren zusammengekommen, die den Kampagnenverantwortlichen bzw. dem Filmstudio hier sehr stark in die Hände spielten. Natürlich ist es einfacher, einen solchen Generator zu nutzen bzw. überhaupt Personen dazu zu bringen, über einen solchen Film zu sprechen, wenn das beworbene Produkt bereits eine sehr starke Verankerung im Markt hat. Barbie als ikonisches Spielzeug, das muss man niemandem erklären, das kennt jeder. Natürlich helfen all diese Faktoren. Nichtsdestotrotz haben Warner Brothers hier auf sehr smarte Weise mehrere Elemente ebenso typischer interaktiver Social-Media-Kampagnen kombiniert. Ein anderes Beispiel, ein anderes Unternehmen, das ich denke mal, insgesamt, zumindest waren die sehr früh dran, recht viel verändert hat in der Kommunikation, ist Dove, also das Kosmetikunternehmen. Die Kampagne Campaign for Real Beauty, wie sie es genannt haben, die hat bereits 2004, noch vor der Social Media Ära, begonnen. Und das war ja so ein Turning Point, das erste Unternehmen, das im großen Stil in den Mainstream-Medien eben nicht auf
perfekt gestylte Modelkörper, sondern auf normale Personen gesetzt hat. Und später dann haben sie diese Korb-Kampagne oder die ja sozusagen mittlerweile auch zum Markenkern des Unternehmens gehört, mit etlichen Social-Media-Aktionen komplementiert. Eine sehr erfolgreiche davon war das sogenannte Self-Esteem Project. Und da geht es eben darum, natürlich, was ist das Ziel des Unternehmens? Mehr Seife verkaufen, mehr Creme oder was weiß ich, was die Duschgel, was immer die sonst herstellen. Aber die nutzen sehr smart einen Trend. Sie wissen ja, auf Deutsch wird ganz gern der Begriff Instagramisierung dafür verwendet. Der Trend zu makelloser Schönheit, der relativ vergleichsweise harmlos bei einigen Filtern beginnt, jetzt mit AI natürlich noch viel mehr leisten kann und dann in vielen Fällen auch beim Schönheitschirurgen endet, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild und so weiter. Da ist Social Media natürlich sehr stark daran beteiligt. Dove hat eben beschlossen, sich da ganz konkret dagegen zu stellen und haben dann auch eine Kampagne gestartet, den sogenannten National Selfie Day, bei dem sie darauf gesetzt haben, beziehungsweise die Teilnehmerinnen, also auch hier wieder User-Generated Content, aufgefordert haben, eben Selfies ohne Filter zu verwenden. Real Beauty doesn't need filters. Und das ist natürlich für ein Unternehmen, das eben auf ein natürliches Aussehen, natürliche Schönheit, wie man das nennen möchte, setzt, sich sehr, sehr gut ergänzt. Dove hat, auch das haben viele Unternehmen versucht, allerdings hat Dove das um einiges erfolgreicher gemacht als die meisten. Einige Hashtags etabliert. Hashtags werden auf den meisten Social Media Plattformen unterstützt. Sie können auf Facebook, Twitter genutzt werden, spielen eine große Rolle auf Instagram, genauso auf TikTok. Und da gibt es eben vier Selfies: Show Us, No Digital Distortion, also keine digitale Verzerrung, No Likes Needed und Pass the Crown, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte der Kampagne betonen. Bei Pass the Crown geht es um rassenbasierte Diskriminierung, dafür zu sensibilisieren. Bei No Likes Needed soll speziell jüngeren Social Media Nutzern erklärt werden oder soll Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Likes bzw. das bloße Buhlen um Aufmerksamkeit und die Perfektion kein Wert per se ist. No Digital Distortion wird gerne verwendet für Fotos auf unterschiedlichen Plattformen, die eben ohne Filter bzw. ohne gröbere Bearbeitungen auskommen. Und Show Us, wie Sie schon vermuten können, ist eben wiederum eine Collection von Selfies, wobei Dove in der letzten Zeit da auch ganz besonders non-binäre Nutzerinnen ins Rampenlicht gestellt hat. Das Interessante an dieser Kampagne bzw. an all diesen vier Hashtags ist, dass sie im Gegensatz zu den meisten Werbe- oder Social-Media-Kampagnen wirklich sehr langfristig angelegt ist und sozusagen dann jedes Jahr wiederum mit neuen Schwerpunkten ja immer in Erinnerung oder im Gespräch gehalten wird. Das ist natürlich nichts, das nur auf Social Media basiert. Selbstverständlich macht das Unternehmen auch in recht großem Stil klassische Werbung, Fernseh-, Print-, Plakatwerbung und so weiter. Aber gerade dort, wo es um das Betonen der Natürlichkeit geht, das ist natürlich ein schöner Match oder sozusagen eine Kontraposition zu dem, was normalerweise auf Social Media passiert. Wenn es um gelungene Kampagnen geht, dann muss man ein Unternehmen auf jeden Fall erwähnen, das jetzt gerade wieder Schlagzeilen macht mit der Präsentation der, ich glaube, 15. Generation von iPhones. Apple ist da relativ spät dran mit AI, aber eben die neuen Telefone kommen jetzt auch mit Apple Intelligence, wie sie es nennen. Über die Kommunikation des Unternehmens und auch über den seit einigen Jahren ja mittlerweile verstorbenen Gründer Steve Jobs sind etliche Bücher verfasst worden. In vielen Kompendien über ikonische Printwerbungen finden Sie Apple-Anzeigen. Die sind schon damals, weil sie die ersten Computer natürlich primär an Büronutzer verkauft haben, sehr, sehr anders aufgetreten als typische IT-Unternehmen. Bei anderen Hardware-Herstellern, IBM und so weiter, da war die Werbung immer sehr faktenbasiert. Apple hat sehr früh auf Emotionen gesetzt. Mit dem iPhone
Ich weiß nicht, gar nicht, in welchem Jahr das begonnen hat. Ah, 2022 war das auch ein relativ neues Beispiel. Hat Apple den Hashtag Shot on iPhone etabliert. Also mit anderen Worten, Nutzerinnen dazu aufgefordert, ihre iPhone-Bilder oder die Fotos, die sie im iPhone geschossen haben, mit diesem Hashtag zu versehen. Die wurden dann in diversen Galerien hergezeigt, aber es gab dann eben auch solche Werbesujets, wo die Werbeabteilung von Apple denn die Nutzerinnen kontaktiert hat, eben nochmal die Erlaubnis eingeholt. Und dann wurden diese Bilder in unterschiedlichen Städten hier sehr großflächig affischiert. Auch das ist natürlich ein sehr interessantes Beispiel für typischen UGC, also User-Generated Content. Und auch das eine Kampagne, die sie dann weitergezogen haben, und zwar jeweils mit den neuen Features. Es kam dann ein iPhone raus, ich glaube auch erstmals vor 2 Jahren mit einer Makro-Linse mit Autofokus, die natürlich wesentlich detailliertere Nahaufnahmen erlaubt. Und Apple hat dann weiterhin dieses Shot on iPhone verwendet und in dem Fall eben unterschiedliche Schwerpunkte. In dem Jahr, wo dieses Makro-Telefon oder diese Makro-Kamera rausgekommen ist, waren es eben Makro-Aufnahmen, wie Sie sie hier sehen. Bemerkenswert an dieser Kampagne ist neben der Nutzung von User-Generated Content ganz besonders ein Faktor. Eigentlich dasselbe, das Apple wie bereits erwähnt in den frühen Printanzeigen gemacht hat. Man geht vom Fokus auf das Produkt weg und zeigt jetzt in der Kommunikation eben nicht das neue iPhone bzw. eine Großaufnahme der Kamera im Hochglanz, sondern zeigt das Produkt indirekt, indem er eben die Ergebnisse präsentiert, beziehungsweise die Ergebnisse, die bestehende Nutzerinnen mit diesen Telefonen erzielen können. Auch diese Kampagne quantitativ sehr, sehr erfolgreich. Aktuell, wenn in Kürze werden es 30 Millionen sein, aktuell gibt es 29 Millionen Beiträge auf Instagram, die mit diesem Shot on iPhone gedeckt sind. Einer der populärsten Hashtags und sozusagen auch verbreitet durch die Aktivität der Nutzerinnen ohne Werbebudget. Dieser Hashtag als solcher wurde nie explizit beworben. Apple zwingt die Nutzerinnen auch nicht dazu, Instagram zu verwenden. Die Fotos können, wenn das jemand möchte, genauso eben über X, Weibo, das in Asien recht populär ist, oder auch via E-Mail eingereicht werden. Voraussetzung ist eben, um da auch Missbrauch zu verhindern, das ist natürlich auch häufig ein Thema bei User-Generated Content, dass die Teilnehmerinnen das Originalfoto auf ihrem Handy haben müssen, um im Zweifelsfall auch nachzuweisen, dass sie selbst dieses Bild geschossen haben. Sie werden bei diesen Beispielen eine Gemeinsamkeit sehen. Viele erfolgreiche oder überdurchschnittlich erfolgreiche Social-Media-Kampagnen setzen keineswegs auf komplizierte Technologien, sondern nutzen Gewohnheiten von Nutzerinnen und populäre Formate sehr smart aus. Vermutlich haben auch einige von uns schon Sie kennen das hier von Spotify am Ende des Jahres beziehungsweise immer Anfang Dezember präsentierte Wrap-up auf Social-Media-Plattformen geteilt. Eben gegen Ende des Jahres bekommt jeder Spotify-User eine personalisierte Zusammenfassung mit den meistgehörten Bands und einigen Trends, die wird immer unterschiedlich designt und kommt halt gleich in einem typischen Story-Format daher, dass man eben sehr, sehr einfach und mit wenigen Klicks teilen kann. Genau wie bei vielen anderen Kampagnen ist hier die Stärke oder der zentrale Punkt in der Kommunikation der Grund, warum das so überaus gut funktioniert, dass die Nutzerinnen hier etwas sehr Persönliches teilen. Es gibt vermutlich wenige Bereiche in unserem Leben, zu denen sehr viele eine so emotionale Beziehung haben wie zu Musik. Das sagt sehr viel über einen selber aus. Denken Sie an die Funktion der Selbstrepräsentation in sozialen Medien. Das ist natürlich ein Format, das Jahr für Jahr immer ein ja, riesengroßes Echo erzeugt. Wenn Sie auf Instagram eine Story posten, dann verschwindet die automatisch wieder nach 24 Stunden. Aber es gibt einen nicht unbeträchtlichen Anteil von Leuten, die das eben posten und dann auch diese Story
in ihr Highlight reinhängen. Dann bleibt die ja dauerhaft bestehen, zumindest solange sie Teil der Highlights ist. Und das ist natürlich eine beachtliche Leistung, dass Personen hier sozusagen, nochmal, das hat funktioniert so gut aufgrund des emotionalen Bezugs zur Musik, aber dass eine große Anzahl von Personen hier Spotify auf ihrem Instagram-Profil sozusagen eine Werbefläche zur Verfügung stellen. Ich habe letzten Dezember sogar schon einige Beiträge gesehen, wo sich Leute ganz aktiv darauf freuen oder nachfragen, wann kommt denn endlich dieser Wrap-up? Also ja, das war marketingtechnisch ein sehr smarter Move. Versuchen auch viele andere Unternehmen, natürlich Spotify ist da wiederum in einer sehr bevorzugten Position, weil aufgrund des ganzen Systems und der gesammelten Daten eben bekannt ist, wer welche Musik hört, beziehungsweise wie sogar die ganzjährige Musiknutzung ausgesehen hat. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, als nur auf personalisierten oder user-generated Content zu setzen. Ein Unternehmen, das seit Jahren sehr, sehr erfolgreich ist in der Social-Media-Kommunikation, ist Patagonia. Kennen die Kletter- oder Outdoor-Affinerinnen von Ihnen vermutlich. Eine High-End, ja, Outdoor-Gear-Marke, die vom ganzen Setup, vom ganzen Aufbau der Marke her sehr stark auf Nachhaltigkeit, schon lange bevor das zu einem Mainstream-Schlagwort wurde, ressourcenschonende Produktion, Umwelt, also Schonung der Umwelt ausgerichtet ist und die diese Werte auch sehr stark in ihrer Kommunikation transportieren. Das äußert sich im Fall von Patagonia darin, dass die eigentlich so gut wie überhaupt keine Produkte posten, was jetzt für einen Sportartikel- oder Outdoor-Artikelhersteller sehr, sehr ungewöhnlich ist. Da würde man sich vielleicht zumindest, vielleicht nicht bei jedem Posting, aber zumindest ab und an mal Outdoor-Fotos oder eben Bilder der Modelle, Personen, die mit Patagonia bekleidet sind, erwarten. Das tut das Unternehmen aber sehr konsequent nicht. Stattdessen setzen die auf Storytelling rund um die Umwelt. Die Produkte selber kommen da so gut wie gar nicht vor. So ein typisches Patagonia-Video sieht beispielsweise so aus. Sie sehen eh hier, einer der großen Mythen über Recycling ist der Grund fürs Recycling. Das ist sozusagen klassische Umwelterziehung. Auf ihrem Instagram-Kanal berichten sie auch immer wieder mal, ziehen sich sozusagen die Schuhe des Reporters an. In dem Fall hier bei diesem Beitrag geht es um einen Protest zu einer Petition zum Thema Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Also auch ein Thema, bei dem sich Patagonia sehr, sehr stark positioniert. Und das führt natürlich wiederum Stichwort Branding langfristig. Es geht nicht mit einem Posting auch dazu, dass dieses Unternehmen sehr stark und auch sehr glaubwürdig mit solchen Themen identifiziert wird. Es gibt bei Patagonia allerdings noch eine Besonderheit. Im Jahr 2020, also vor mittlerweile bereits 4 Jahren, und das machen sie immer noch, hat Patagonia sich entschlossen, Facebook-Werbung komplett zu beenden, beziehungsweise von Facebook auszusteigen. Der CEO hat damals ein Statement veröffentlicht und dann auch mehrmals bekräftigt: Patagonia stopped all paid advertising on Facebook platforms in June 2020, also gehört natürlich auch Instagram dazu, because they spread hate speech and misinformation about climate change and our democracy. We continue to stand by the boycott 16 months later. This decision has affected our business and the environmental non-profits that we support, whose campaigns benefit from the social media amplification that we fund and execute. But we have learned to adapt. We are smarter and savvier now in how we grow our community as a result of this advertising ban. Wie gesagt, sehr, sehr ungewöhnlich, aber ein Lehrbuchbeispiel für authentische Kommunikation eines Unternehmens. YouTube-Channel gibt es nach wie vor und ja, der ist auch in diesem Themenbereich tatsächlich einer der schnellst wachsenden Channels. Gerade bei Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Recycling und so weiter, die für viele immer mehr Nutzerinnen ein
beträchtlicher Kaufkriterium oder zumindest ein Mitentscheidungsgrund bei der Auswahl des entsprechenden Anbieters sind, versuchen natürlich auch viele Unternehmen Greenwashing zu betreiben, beziehungsweise sich eben das Mäntelchen oder eine dünnche, umweltgerechten Verhaltens überzustülpen. Bei Patagonia hat das eine sehr, sehr lange Tradition. Und wie gesagt, bei solchen Kampagnen, die müssen natürlich zum Markenwert und zum Kern des Unternehmens passen, um eben auch als glaubwürdig zu gelten. Ein anderes Unternehmen, das eher weniger mit Umweltschutz assoziiert wird, ist Starbucks, auch sehr, sehr erfolgreich in Amerika. Starbucks, die gesamte Social-Media-Kommunikation von Starbucks lebt sehr stark von zwei Aspekten, die sie in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr smart eingesetzt haben. Zum einen Coupons, die man als Follower bekommt, mit denen man bestimmte saisonale Getränke günstiger erhält. Also eigentlich ein klassischer Wirtschaftsanreiz. Coupons sind in den USA ja noch um einiges beliebter als in Europa. Das kennen Sie vielleicht aus der einen oder anderen Sitcom oder amerikanischen Serie. Und zum Zweiten ist Starbucks sehr erfolgreich in einer nicht so leichten Herausforderung. Wie bringen Sie Personen dazu, ständig über einen sehr langen Zeitraum über das gleiche Produkt zu sprechen, nämlich in dem Fall Kaffee? Ein Großteil der Starbucks Social Media Kommunikation fokussiert auf die saisonalen Produkte. Die Kürbisgetränke oder mit den Pumpkin, genau genommen nicht Kürbisgetränke, Pumpkin Spice Getränke, die es im Winter gibt, bis hin zu den Sommerdingern. Und das führt sehr, sehr gut dazu, dass Personen eben immer wieder über diese neuen Produkte sprechen. Das heißt, die nutzen den ja, Neuigkeitsfaktor, um ein Produkt, über das eigentlich schon sehr viel gesagt worden ist, wenn Sie so wollen, immer wieder neu ins Gespräch zu bringen. Das funktioniert sowohl auf den eigenen Unternehmenskanälen recht zufriedenstellend, allerdings auch im Hinblick auf User-Generated Content. Sehr viele Personen, Kaffee-Expertinnen oder selbsternannte Kaffee-Expertinnen, posten dann auch jedes Jahr Reviews über die neuen Drinks und so schafft es eben Starbucks, permanent im Gespräch zu bleiben. Natürlich gibt es auch viele andere Unternehmen, die solche saisonalen Phänomene nutzen. Ein weiterer Neuromarketing-Faktor, der da sehr stark drinsteckt, ist natürlich der Sense of Urgency oder die Verknappung. Wenn ein Produkt nur für einen kurzen Zeitraum erhältlich ist, dann könnte man ja möglicherweise etwas verpassen, wenn man das nicht ausprobiert. Also das sicherlich auch ein Faktor, der diese Art der Kampagnenführung sehr stark unterstützt. Ebenfalls ein ja, Schwergewicht, in dem Fall im digitalen Bereich, im Vermietungsbereich, ist Airbnb. Und Airbnb, auch das eine typische Situation von vielen Online-Marktplätzen, muss ja zwei Zielgruppen bedienen. Zum einen natürlich die potenziellen Kundinnen, die eine Reise planen und denen Airbnb-Unterkünfte als Alternative zu einem Hotelzimmer, zu einem Apartment schmackhaft gemacht werden sollen. Die zweite Zielgruppe sind die Anbieter dieser Apartments. Solche Seiten wie Airbnb, ein typisches Prinzip von Marktplatzseiten, sind ja tatsächlich nur dann attraktiv für die Nutzerinnen, wenn es ein entsprechend großes Angebot gibt. Wenn wir jetzt eh wissen, naja, die Chance, dass man in einer Stadt ein Airbnb findet, ist relativ minimal, dann würden viele gar nicht suchen. Und diese Herausforderung, sozusagen beide Zielgruppen anzusprechen, die löst Airbnb sehr, sehr interessant. Zum einen stellen die auch nicht jetzt die sozusagen ihr Angebot in den Vordergrund, sondern die gesamte Kommunikation läuft über einzelne Objekte, die sie herzeigen. Und bei den Informationen, die sie den Nutzerinnen dazu liefern, geht es eigentlich meistens um beide Seiten. Airbnb macht für in den USA, ich glaube in Europa, beginnen sie jetzt damit, für aufwendige, sehr lukrative Objekte genaue Vermessungen. Also beispielsweise, wenn bewegungseingeschränkte Personen mit Rollstühlen unterwegs sind, dann kann es sehr, sehr relevant sein, wie breit ist der Eingang genau. Und das ist natürlich auch wieder ein
ja, ein Asset, das für die Vermieter dieser Objekte sehr, sehr interessant ist. Das heißt, die benutzen sogenannte Split Captions, wo sie in einem Beschreibungstext, in einem Bild zu einem Haus, unterschiedlich beide Zielgruppen ansprechen. Hier beispielsweise, ich zeige es Ihnen mal kurz, bei diesem Instagram-Posting, das ist so ein komplett rollstuhlgerecht ausgestattetes Haus. Und der Begleittext zu diesem Posting lautet folgendermaßen: Close enough to walk to the touristy stuff, yet far enough away to escape it. Also eigentlich ein typischer Slogan, der sich an die potenziellen Mieterinnen richtet. Und drunter schreiben sie dann hin: Each home in this category receives a 3D-Scan and detailed accessibility review. Und das stellt natürlich jetzt weit mehr auf die Vermieter ab, weil das für die, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Feature sein kann. Manchmal kann aus, ja, wie soll man das nennen, den eher unerfreulichen Seiten des Internets auch eine sehr, sehr erfolgreiche Kampagne entstehen. ASOS ist ein amerikanischer Online-Modehändler und die Thea Lauren Chippendale, das ist die Dame hier auf diesem Bild, die trägt da in dem Fall ein ASOS-Kleid und sie hat dieses Bild wohl auf Tinder hochgeladen und bekam daraufhin eine sehr unfreundliche Nachricht, wo sich jemand eben darüber beschwert hat, wohl, dass ihr dieses Kleid nicht steht oder sie drin furchtbar aussieht oder was auch immer. Sie hat sich darüber geärgert und das nicht quasi schweigend runtergeschluckt, sondern hat einen Screenshot gemacht und hat den dann auch gepostet. Und ASOS hat offenbar ein sehr gutes Social Listening Setup. Also wie gesagt, gerade in diesem Bereich natürlich sehr, sehr interessant, dass man mitbekommt, wenn Personen die eigene Marke erwähnen, und hat die Dame dann sehr schnell kontaktiert und sie sozusagen zum, ja, Testimonial für dieses Kleid gemacht. Es hat dann begonnen damit, dass das Originalfoto, in dem sie eben so böse kritisiert wurde, wurde dann hergezeigt im Online-Shop und es gab dann auch noch eine bezahlte Kampagne dazu. In dem Fall war auch okay Reichweite, die ASOS unmittelbar auf Social Media erzählen konnte, aber die Geschichte zog dann sehr, sehr weite Kreise und eigentlich fast jedes Nachrichtenmedium von Lifestyle wie Cosmopolitan bis hin zu klassischen Nachrichtensendern wie BBC haben über diesen Fall berichtet und das färbt natürlich auch sehr positiv auf das Image von ASOS ab. Ist natürlich ein wirklicher Glücksfall, dass erstens die Protagonistin hier diesen Screenshot veröffentlicht hat, die Marketingabteilung das zeitnah gesehen hat und sie dann eben auch einverstanden war, als Testimonial für dieses Kleid aufzutreten. Die Beispiele bisher stammen aus dem internationalen Bereich. Es gab und gibt auch österreichische Unternehmen, die sehr erfolgreiche Social-Media-Kampagnen gelauncht haben. Eine der erfolgreichsten mit der größten Reichweite fand statt in der Frühzeit von Facebook. In den ersten Jahren spielten auf Facebook externe Applikationen eine weit größere Rolle als mittlerweile. Facebook Games bis hin zu diversen Quizzes und Tests. Und die Austrian Airlines haben damals ein Spiel sozusagen gestartet oder besser gesagt ein Gewinnspiel. Einer der Faktoren auf Social Media Plattformen, der über den Erfolg von Kampagnen entscheidet, besteht ja darin, ich zeige einer bestimmten Nutzergruppe einen Beitrag, sei es über organische Verbreitung oder sei es über eine Kampagne. Und im Idealfall sollte dieser Beitrag, diese Information, dieses Video so ansprechend sein, dass die Nutzerinnen ihn dann selber weiterteilen. Und die AOA hat sich überlegt, wie kann ich Personen dazu bringen, dass sie Inhalte teilen? Naja, wenn die selber einen Vorteil davon haben. Was sie gemacht haben, war eine Applikation, wurde eben programmiert von einer entsprechenden Agentur. Und Sie kennen ja von Flugzeugen diese Belegungspläne, wo man sich den Sitz aussucht, diese schematischen Pläne, wo die einzelnen Sitzplätze angezeigt werden. Was verlost wurde, war ein Charterflug für eine Gruppe von Freunden. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war so 30, 40 Plätze. Und um daran teilzunehmen, musste man eben zuerst mal diese App installieren und dann diesen Belegungsplan füllen mit eben 40 Facebook-Freunden.
Und Sie können sich schon vorstellen, jeder dieser ausgewählten Freunde wurde dann markiert und auch darüber benachrichtigt. Und eines dieser Flugzeuge, ich glaube, ein Flug wurde damals verlost, wurde eben gezogen und genau diesen ausgewählten Personen oder diese ausgewählten Personen kamen dann in den Genuss dieses Charterflugs. Eine in mehrfacher Hinsicht sehr interessante Kampagne. Zum einen, wie gesagt, eine recht smarte Nutzung einer charmanten Story. Natürlich hätte das Ganze niemals so funktioniert, wenn die AU einfach gesagt hätte, markiere 30 Freunde oder schicke diesen Beitrag an 30 Freunde. Aber in dem Fall hat eben diese Mechanik oder dieses Anfüllen des Flugzeugs auch noch ganz hervorragend zum Preis in dem Fall gepasst. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen bei Airbnb, die spielen auch immer wieder auf relativ smarte Weise oder man könnte auch sagen, auf durchaus manipulative Weise mit dem Thema User-Generated Content. Eine sehr erfolgreiche Kampagne von Airbnb bestand darin, dass die professionelle Fotografinnen, Fotografen eingeladen haben in besonders schöne Airbnb-Locations und ich glaube, die wurden eingeladen und haben dann auch noch ein zusätzliches Honorar bekommen. Und die mussten eben dafür Fotos dieser Locations schießen und haben diese Bilder auf ihren eigenen Accounts veröffentlicht. Airbnb hat die dann teilweise auch repostet. Professionelle Fotografen, sehr, sehr hochwertige Fotos, die aber vom Look and Feel, das wurde auch nirgends dokumentiert, dass das sozusagen eine bezahlte Kampagne ist, für die meisten Nutzerinnen, wie eben ganz normaler User-Generated Content von eben regulären Airbnb-Kunden, die halt eben zufällig gerade in diesen Locations waren. Und das ist natürlich auch ein, ja, könnte man sagen, sicherlich ethisch bedenklich, wenn die Grenzen verlaufen zwischen was ist, ich sage mal, unbezahlte Social-Media-Kommunikation, die aus echter Motivation heraus erfolgt, was ist Influencer Marketing? Ich habe es schon erwähnt in der Einheit über Influencer Marketing. Da gibt es ganz klare Spielregeln, aber natürlich werden die auch in der Hoffnung, dass sozusagen alles, was weniger als Werbung gekennzeichnet wird, auch immer wieder mal ganz gerne gebrochen. Ein Beispiel, das Unternehmen werden wahrscheinlich nur die von Ihnen kennen, die schon einmal in den USA waren. Meines Wissens gibt es in Europa keine Filialen. IHOP, normalerweise mit einem harten B hinten, steht für International House of Pancakes. Ist eine große USA-weite Kette und wie der Name schon sagt, sie sind spezialisiert auf Pancakes bzw. Frühstück. Viele Amerikaner sind große Fans. Ehrlich sagen, ich habe das da mal ausprobiert. Meine Begeisterung hielt sich in sehr engen Grenzen. Aber nichtsdestotrotz, IHOP hat vor einigen Jahren das Logo verändert, beziehungsweise recht simpel verändert. Sie sehen eh, die haben einfach das B umgedreht und zu einem weichen B gemacht, so auf ihren Social Media Kanälen gepostet, auch auf der Webseite geändert und die Nutzerinnen gefragt, was sie denn glauben, wofür das weiche B steht oder warum das Logo überhaupt verändert wurde. Das hat und funktioniert eben auch nur bei einer so populären Marke zu einer Flut an Spekulationen geführt. Nach einigen Tagen hat IHOP dann das Geheimnis enthüllt. Ja, das B wurde für die Kampagne umgedreht, das wurde dann auch später wieder geändert, weil es ab diesem Zeitpunkt dann eben auch Burger gab, also sozusagen International House of Burgers. Der Grund, warum ich dieses Beispiel auch gern herzeige, besteht darin, dass das wirklich eine äußerst simple Kampagne ist. Das Creative sozusagen besteht in dem Fall wirklich nur daraus, einen Buchstaben umzudrehen. Aber das allein hat eben schon ausgereicht, dass durch die vielen Spekulationen, warum ändern die ihr Logo, natürlich auch riesengroße organische Reichweite erzielt werden konnte. Eine weitere, ja fast schon ikonische Kampagne hat WestJet auch in der Frühzeit der Social Media Plattformen mit Facebook gemacht. Kampagnen oder erfolgreiche Social Media Kampagnen haben ja immer zwei Seiten. Das eine sind die Mechaniken, die dahinter stehen, das andere ist das Creative selber.
Und WestJet hatte vor einigen Jahren in den USA ein ziemlich großes Problem mit Verspätungen, das sich dann auch auf das Image des Unternehmens sehr stark ausgewirkt hat. Und um da kommunikativ etwas dagegen zu unternehmen, hat WestJet das sogenannte WestJet Miracle geplant, organisiert, oder das WestJet Christmas Miracle. Das Ganze resultierte in einem YouTube-Clip. Ich werde Ihnen das Original dann im Moodle verlinken, können Sie es anschauen, ist ein 5-minütiger Clip. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Passagiere eines Fluges einchecken, es war ein amerikanischer Inlandsflug, und am Flughafen sitzt eben dort ein als Weihnachtsmann verkleideter Herr, Leute da fragen, die Kinder, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und die geben da ihre Wünsche ab. Dann steigen alle ins Flugzeug, fliegen, kein besonders langer Flug, ich glaube irgendwas 3, 4 Stunden oder so. Und das Flugzeug landet dann wieder und die steigen aus. Und auf dem Gepäckband, wo man dann eben die Koffer wieder abholt, liegen nicht nur die Koffer, sondern für jeden auch das Geschenk, das er bzw. sie sich gewünscht hat. Das Video hat einige sehr, sehr komische Momente, weil einer sagt halt so relativ grantig Socken, andere sagen im Fernseher, die wissen ja nicht, dass sie das tatsächlich bekommen. Und der Grund, warum das so gut zu der konkreten Problematik eben dieses Imageproblems durch Verspätungen passte, besteht darin, dass WestJet damit demonstrieren wollte und konnte, wir können Logistik und wir können so etwas sogar in so kurzer Zeit organisieren. Die zweite Besonderheit dieses Clips besteht darin, dass sämtliche Protagonisten dieses Films, also die Personen vom Weihnachtsmann bis hin zu den Leuten, die man da sieht, wie sie während das Flugzeug in der Luft ist, am Zielflughafen von Geschäft zu Geschäft fahren und diese Dinge eben einkaufen und dann schnell verpacken. Das sind keine Statisten, keine Schauspieler, sondern lauter echte WestJet-Mitarbeiter. Und das würde ich auch sagen, das ist der dritte Faktor, eine große Veränderung, die wir im Social-Media-Bereich miterleben. Im Zeitalter von TV und Printmedien waren Testimonials sehr beliebt. Aber Sie wissen ja, weder Dr. Best noch Captain Iglo sind Zahnärzte bzw. Kapitäne auf Fischfang, sondern eben Schauspieler, die sehr gut zu dieser Persona passen. In den letzten Jahren sehen wir immer mehr Social-Media-Kampagnen, in denen Unternehmen ihre eigenen Mitarbeiterinnen in den Fokus rücken. Auch da gibt es ein sehr prominentes Beispiel aus Österreich. Fronius, ein Unternehmen, das Solartechnologie, Solar-Ladegeräte und Schweißgeräte, andere Hightech-Lösungen herstellt, verwendet seit, ich glaube mittlerweile sind schon 2 Jahre, in der Social-Media-Kommunikation, aber auch auf Plakaten, und es gab dazu auch schon eine Fotoausstellung, als Werbesujets professionelle Porträts der eigenen Mitarbeiterinnen. Ohne Produkte, also wirklich so klassische Headshots, und da steht dann der Name dabei und die Funktion. Und der Titel dieser Kampagne lautet We are Fronius, und das Unternehmen kommuniziert sozusagen, indem es die Gesichter seiner Mitarbeiterinnen herzeigt. Ich habe mittlerweile viele Beiträge gesehen, Fotos sind aber teilweise auch auf Plakatwänden zu sehen. Natürlich auch eine sehr gute Art, sich abzuheben. Was ich bei dieser Kampagne ein wenig vermisse, ist der konkrete Bezug zu den Produkten. Aber es ist schon ein sehr, sehr starker Hingucker, und da merkt man natürlich auch, was Medien so mit unserer Aufmerksamkeit machen, wenn sie zwischen all den Hochglanzplakaten dann plötzlich echte Menschen sind. Wenn die selber noch die Inhalte verbreiten, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihre Social-Media-Kommunikation durchaus gute Chancen hat, auch organische Verbreitung zu erreichen. Ja, so viel von meiner Seite zu den Beispielen für erfolgreiche Kampagnen. Wir sehen uns nächste Woche im Hörsaal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche.